Servus Leute, mein Name ist Raphael von Fotoschneider. Wir schauen uns heute gemeinsam die neue Canon EOS R50 an, gemeinsam mit dem 55-210 Objektiv. Zur Kamera, von der Größe erinnert sie stark an die M-Reihe von Canon, der Name auch. Man kann daraus jetzt schließen, was man möchte. Das Objektiv 55-210 ist eigentlich ziemlich leicht für die Brennweite, die es abdeckt. Es ist ein RFS-Objektiv, das heißt, es ist auf APS-C-Sensoren ausgelegt. Diese Kamera hat einen APS-C-Sensor, insofern passt das Ganze. Ja, zur Kamera selber. Akkutechnisch funktioniert das Ganze mit einem LPE-17-Akku, der schaut so aus, und einer normalen SD-Karte, die wird dann einfach hier unten neben dem Akku reingegeben. Das Display ist das altbekannte Schwenk- und Dreh-Touch-Display von Canon. Hier hinten mit einer anderen Textur, als man sie gewohnt ist, finde ich aber eigentlich ganz nett. Der Sucher ist relativ klein, natürlich die ganze Kamera ist ziemlich klein, der Griff ist auch nicht sonderlich groß, also vielleicht nichts für jemanden, der wirklich sehr, sehr große Hände hat, aber für vor allem Einsteiger in die Fotografie, wo es wirklich wichtig ist, dass man nicht allzu viel mitschleppen möchte, weil man dann keine Lust mehr hat, das Ganze zu tragen, da eignet sich so eine kleine Kamera natürlich super. Im Unterschied zu den anderen neuen Modellen von Canon haben wir hier links weder einen Ein-Ausschalter noch einen Foto-Video-Schaltwechselhebel, sondern wir haben hier auf der rechten Seite den Ein- und Ausschalter gemeinsam mit dem Modus-Wahlrad. Hier wieder ganz typisch, so wie es früher einmal war, der Videomodus zum Auswählen. Und sonst natürlich alle Fotomodi, die man so braucht, gemeinsam mit einer Automatik, einem Szenenprogramm und sonst noch anderen Spielereien. Die Kamera hat ein Wahlrad, dass man sich frei programmieren kann, sprich ich kann da die Verschlusszeit drauflegen, die ISO drauflegen, die Blende drauflegen, je nachdem was ich haben möchte, sonst aber nichts. Das heißt, ich muss für meine Einstellungen eigentlich immer über das Quick-Menü arbeiten, wenn ich etwas ändern möchte. Würde dann so aussehen, in dem Fall bin ich, gehe kurz in den manuellen Modus, jetzt kann ich hier meine Verschlusszeit ändern, meine Blende ändern, indem ich einfach an dem Rad drehe. Meine ISO natürlich genauso. So. Die Kamera hat einen integrierten Blitz. Es gibt hier keine Taste oder ähnliches, das man dafür drücken muss. Man kann den Blitz einfach so aufklappen und schon ist er einsatzbereit. Die Kamera fragt mich sogar, soll der Blitz automatisch zünden oder nicht. Einfach wieder zuklappen, dann ist er wieder verstaut. Was die Kamera schon hat, ist hier oben eine kleine Taste, mit der ich einmal draufdrücken kann, um dann meine ISO verstellen zu können. Das heißt, ich muss nicht zwingend ins Menü gehen, um das zu machen. Es geht auch so. Einen Videoknopf haben wir oben auch, dass man auch, wenn man gerade eigentlich in einem Fotomodus ist, ein Video starten kann. Kurz zu den technischen Daten der Kamera. Wie schon gesagt, wir haben einen APS-C-Sensor, sprich ich kann sowohl die RFS als auch die RF-Objektive verwenden, allerdings sind sie ausgelegt für die RFS-Objektive. Die Kamera hat 24 Megapixel, kann Videos mit bis zu 4K 30 Bildern und Full HD 120 Bildern filmen. Serienbildfunktion sind wir im elektronischen Verschluss bei 15 Bildern die Sekunde und im mechanischen bei 12 Bildern die Sekunde. Das heißt auch, das ein oder andere Foto in Bewegung bekommt man damit noch ziemlich gut hin. Autofokus haben wir eine Erkennung für Menschen, Tiere und Fahrzeuge, jedoch ein bisschen eingeschränkter, als wir es bei einer R8 zum Beispiel haben. Tiere erkennt sie denn nämlich nur Hunde und Katzen und Vögel auch. Pferde zum Beispiel erkennt sie nicht so gut. Auch bei den Fahrzeugen, Motorräder und Autos sind gar kein Problem. Flugzeuge und Züge sind wieder ein bisschen anders. Da haben wir bei der R8 eine eigene Erkennung nur für die beiden. Aber für einen Einsteiger ist das eine ideale Kamera. Der Body an sich, also nur das Gehäuse, kommt auf 829 Euro. Gemeinsam mit einem 15-45 kommt die Kamera dann auf 949 Euro.
Es gibt die Kamera auch im Double-Zoom-Objektiv, da sind wir dann bei knapp 1200 Euro. Die Kamera gibt es auch in Weiß, gemeinsam mit einem silbernen 15-45 Objektiv, wenn man die Nase voll hat von dem ganzen Schwarz. Ja, wenn ihr mehr über die Kamera wissen wollt oder ihr sie euch gleich vorbestellen möchtet, schaut gerne bei uns vorbei. Ihr könnt auch online das Ganze machen. Wir freuen uns.